So, ein ganz normaler Tag bei der Arbeit. Ja, die Arbeit eines Rebellen. Hart, aber man wird gut bezahlt. Ja, was soll man da denn machen? Bei so viel Geld, wie man hier kriegt, ist das doch alles ganz okay. Oh, da, das ist der Boss. Nein! Oh, nein, jetzt bin ich wieder verreckt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Und dem Leben eines Rebellen. Da kann ich nichts gegen machen. Rebellen-Dance! Diese Moves. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war ein geiler Move. Und weiter geht's. Oh, den wollte ich doch umbringen. Aber hier gibt's genug. Ich kann fliegen! Ist das da oben Boba Fett? Hey, ich hab Fernando getötet. Fernando! Kann mir mal. Hey, du kannst mir sagen, wer Fernando ist? Hilfe! Anscheinend ist Fernando jemand Aggressives. Angriff! War ein Versuch wert. Verdammt, er hat nur noch 8 Leben. Ich kann ja mal seit langer Zeit mal einen anderen Blaster ausprobieren. Wäre eine Möglichkeit. Mal nachsehen. Was nehme ich denn mal? Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich wechsle jetzt einfach jedes Mal, wenn ich sterbe, die Waffe. Einfach mal just for the lols. Da! Geil, ich werde eine Granate prallt daran ab, kommt zurück. Das Leben eines Po-Noobs. Super Jump! Ich kann nicht sehen. Reinhalten! Ja! Ohne Taktik reinrennen, die beste Taktik aller Zeiten. Hey, die Waffe ist ganz gut. Vor allem, wenn man nicht zielen kann, so wie ich. Nein, 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 nein! Ich habe das überlebt. Dieses Ding hat gerissen. Imperator, wo bist du? Anscheinend in der Hölle. So. Nächste Waffe. Und? Hui. Ganz ehrlich, aber wo EA sich ja am meisten bei Star Wars Battlefront eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten hat, nicht eine Kampagne zu machen. Ich stelle euch mal vor, eine Kampagne mit dieser Grafik, dieser Engine, diesem Spielspaß. Everybody dance now. Hey, der hat mich umgebracht. Um ehrlich zu sein, habe ich mit Absicht nichts gemacht. Ich wollte mal sehen, wie die reagieren. Eiskalt ausnutzen. Übrigens, diese Waffe hier ist in jeder Hinsicht besser als die hier. Trotzdem existiert diese Waffe überhaupt. Wahrscheinlich nur, weil die hier im Zielfernrohr hat. Hey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hört mal, was die für ein Geräusch machen, wenn man schießt. Wow. Wow. Fliegen! Hui! Hier bin ich. Will jemand mit mir Uno spielen? Ach so, tut mir leid, Uno ist ja was für Kinder. Will jemand mit mir Karten spielen? Wer ist der Typ dumm? Hier ist ein Schild von Leer. Eine freundliche Gasgranate. Da! Viel zu dumm für diese Welt. Deswegen mag ich MGs nicht. Brauchen ewig lange zum Nachladen und man trifft trotzdem nichts. Das war eine Zeit lang mal meine Lieblingswaffe. Vor allem auch in der Beta war das einfach mal meiner Meinung nach die beste Waffe. Schneller! Du Scheißteil! Die pfeift aus dem letzten Loch, versteht ihr? Oh, Granate! Truppenschild! Nein, das ist eine Granate! Nein! Ach, toll!
Also die Waffe behalte ich jetzt noch, das zählt jetzt nicht, wenn ich dadurch gestorben bin. Das ist jetzt echt ein bisschen unfair. Was haben sie? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Hier kommt die Kavallerie. Ich sehe nichts. Giftgranate, Gasgranate, alles. Nein. Naja. Jetzt konnte ich wenigstens was abfeuern. Das heißt, ich darf die Waffe wieder wechseln. Das war meine zweitliebste Waffe in der Beta. Die einfach der ein Dingswaffe am ähnlichsten ist. Alter, wie die hier rennen. Man kann die theoretisch. Ja, was testen. Ich lade jetzt mal meinen Sprungpad auf und versuche den lang zu fliegen. So quasi zu den Spawn von denen. Da oben ist ein richtig guter Punkt, kann ich mir vorstellen. Das klappt tatsächlich. Surprise, Motherfucker! Das ging schnell. Was kommt jetzt? Ich hoffe, irgendwas Präzises. War so klar, dass diese Waffe jetzt kommt. Ich brauche irgendwas Präzises. Eine Schrotflinte. Geil. Oh, wir haben gewonnen. Und hinfort. Oh. Ich bin einfach mal der Schlechteste aus meinem Team. Sehen wir auch nicht allzu häufig. Naja, ich habe aber auch eher so rumprobiert mit den Waffen. Egal. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Oder wie wir es in der letzten Folge genannt haben, Sternkrieg Kampffront. Ja. Aber bevor ich beende, lustiger Nebenfakt. Der eigentliche Name von Star Wars Battlefront lautet Star Wars TM Battlefront TM. Von EA TM und DICE TM. Wenn jemand weiß, was TM bedeutet, dann sagt es mir. Auf jeden Fall tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Star Wars TM Battlefront TM. Oder sollte ich besser sagen, Sternkrieg TM Kampffront TM. Tschüss und bis zum nächsten Mal.